Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von Janas Bastelwelt. Diesmal mit einem schnellen Videotutorial zu so einer Goodie-Verpackung. Zwei verschiedenen Verschlüssen. Gemacht habe ich die mit der leider auslaufenden Schachtel voller Liebe. Also wer die haben möchte, sollte sich die wacker noch sichern. Dafür stanzt man sich den Schachtelteil einmal aus. Dann wird das so angelegt, dass hier die glatte Kante ist. Legt das bei 5,4 cm an und falzt. Und bei 6,9 cm. Kann man die Falzlinien einmal schon alle nachknicken. So. Ja, bei dieser Schachtel habe ich die Verschlussvariante genommen. Mit diesem Halbkreis. Ich finde, das sieht ja auch immer ganz süß aus, was mich so ein klitzeklein bisschen stört als Perfektionist. Man sieht hier natürlich den Abdruck von dieser Stanzform so in dem Designerpapier. Deshalb habe ich das Ganze hier mit einem Magnetverschluss gemacht und das zeige ich euch jetzt auch in dem Video. Für beide Varianten gleich ist, dass wir das hier jetzt einmal entlang der Falzlinie einschneiden und hier so schräg rausschneiden. So. Auf der gegenüberliegenden Seite genauso. Setzt man die Schachtel schon mal sozusagen provisorisch zusammen. Würde man jetzt diese Variante hier machen wollen, klebt man das Designerpapier schon mal auf. Legt die Stanzform hier entsprechend an. Die habe ich dann mit dem Post-it festgeklebt, ganz vorsichtig weggenommen und so durch die Big Shot gekurbelt. Also so wird die Variante mit diesem Verschluss funktionieren. Beim Magnetverschluss funktioniert das Ganze so, dass ich mir hier einmal den Magneten hinklebe. Relativ mittig. Den anderen habe ich hier drüber. Die Schachtel kann ich dann jetzt auch schon einmal zusammenkleben. Das kann ich natürlich auch machen, bevor ich den Magnet schon da oben an der Lasche befestige, aber das ist Jacke wie Hose. Klebe ich jetzt die kleinen Laschen hier einmal fest. Ich mache das jetzt an dem Teil, wo auch die Rundung ist. Dann klebe ich das hier rüber. Dadurch habe ich hier vorne, wo ich drauf gucke, eine richtig schön saubere Kante. Weil die Klebelaschen, die Kanten ja jetzt sozusagen auf der Rückseite sind. So, einmal schön festdrücken. Ich fülle jetzt die Goodies hier schon einmal rein. Das hat auch einen Grund. Und zwar ziehe ich jetzt hier die Klebelasche von dem zweiten Magneten ab, der hier dran haftet. Schließe meine Schachtel jetzt vernünftig. Also schön darauf achten, dass das gerade ist und nicht irgendwie so verzogen. Und dann drücke ich auf den Magnet. Hätte ich jetzt noch nichts eingefüllt, würde das so sehr nachgeben, dass das etwas schwieriger, den Magneten zu befestigen.
habe hier jetzt nicht ganz die Mitte getroffen gehabt, aber das übersehen wir jetzt einfach mal. Dann nehme ich das Designpapier mit den Maßen 7,2 x 5 cm. Und klebt das hier schön drüber. Dann sieht man hier den Magneten jetzt auch nicht mehr. Und voila, fertig ist das Goodie. Kleine Haribo-Tütchen passen auch rein. Also das kann man ganz wunderbar mit diversen Leckereien füllen. Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!